Hallo YouTube, ist er wieder, euer Diego. Ja, heute gibt es die kleinen Seelheim, weil die funktioniert. Ja, alles andere, was ich in den letzten Wochen angepackt habe, ist buggy, kaputt, funktioniert nicht. Und da freut man sich dann immer richtig, wenn man auf so einer kleinen Seelheim-Map ist, wo man einfach nur spielen kann. Ohne erst irgendwelche Mods zu laden aus irgendwelchen Ordnern. Herrlich. So. Ja, so, ich war schon ein bisschen fleißig heute Morgen. Ich habe das Maisfeld abgeerntet, ne? Oh, ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer das war. Ihr wisst schon, da wo wir das letzte Mal am Rumtouren waren. Und habe das Silo abgedeckt und habe dann die Nacht mal vorgespult. Und ja, fülle jetzt erstmal ein bisschen was in den Bunker rein. Oh, der macht um die Schippe früh voll hier. Ja, ich habe erst den Anhänger hier noch stehen lassen. Ich habe gedacht, den kannst du vielleicht noch gebrauchen hier, aber ist ja Blödsinn, ne? Da kann man ja auch direkt das in den... Upsa! Direkt in diesen Bunker reinschmeißen hier, ne? Guck mal, wie herrlich diese BGR funktioniert, ne? Einfach auf Standardskripten, ohne irgendwelchen Schnickschnack, ohne irgendeinen Scheiß. Funktioniert einfach. Ganz normaler Standard. Herrlich. Was qualmt da hinten eigentlich so gewaltig? Da muss ich erstmal gucken, ey. Hinter der Karre brennt irgendwas oder so, ich weiß es nicht. Ja, ansonsten, wir müssen auch eigentlich noch Gras machen. Ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass ich diesen Bunker hier schneller voll kriege. Aber der macht den... verlenkt. Der macht den so fix alle hier wieder. Gut, ich bräuchte vielleicht mal eine größere Schaufel. Ich weiß gar nicht, ob ich da was habe. Die ist wirklich sehr klein, ne? Das ist wirklich die ganz offizielle Schaufel. Ich habe da noch eine andere mit ein bisschen mehr Volumen. Ne? Die ist so ein bisschen hochgeschietet. Ich glaube, ich habe auch sogar den Allesfresser. Also so ist es nicht, ne? Diesen Overloader da, ne? Da geht es natürlich ratzfatz mit. Mal gucken, ich wollte eigentlich... Also ich kriege das Ding nicht voll hier. Ich bin ja jetzt erst bei 5000 und gleich, wenn ich da eine neue Schippe reinschmeiße, bin ich wieder bei 4000. Mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, wie viel da reinpassen in diesen Bunker, bis der mal uff sagt. Nee, weil dann mache ich jetzt erst, dass der... Der kann ja jetzt hier ein bisschen arbeiten schon mal. Eine Kohle habe ich hoch. Das ist hervorragend, ne? Dass man, wenn man was in die BGA reinschmeißt, auch, dass man auch Geld dafür bekommt. Ne? 6000 Liter sogar. Hey, jetzt bin ich... Ich werde schneller, habe ich das Gefühl. Ich bin mittlerweile schon wieselflink hier. Nee, einmal kurz, ich wollte den M-Betrag nehmen und ein bisschen Gras mähen. Weil das ist ja, ich habe jetzt noch ein Feld hier vorne. Oh, wo ist es? Da vorne das Feld, das hat auch noch Mais. Und das ist Mais alle, ne? Und 9 Mais mache ich auch nicht, glaube ich. Weil, ich finde das nicht so aufregend, dieses, ja, vielleicht später mal irgendwann. Ja, aber so generell finde ich das nicht so spannend. Also alleine Mais-Silo machen ist doof. In meinen Augen. Ne? Also ich mag das nicht. Da gibt es schönere Aufgaben. So ist die letzte Schippe hin. Dann machen wir einmal kurz den dem M-Betrag. Müssen wir dann ein bisschen zeigen, wie es mit dem Grasmähen funktioniert. Es geht eigentlich. Ne? Läuft sehr gut hier. Ich bin angenehm überrascht. Ich habe sonst schon mal mehr geschwitzt. Das geht. So, jetzt haben wir 8000 Liter drin. Hat er erstmal ein paar Minuten zu schaufeln. Oh, jetzt beim letzten Mal fahre ich hier gegen den Zaun. So. Stellen wir dich mal hier vorne hin. Und zerwitschern wir mal rüber. So, hier ist er. Bis dahin bin ich eben gefahren. Einmal Gras mähen, bitte. Frau Lange. Ey, soll ich jetzt... Boah, weißt du, was ich jetzt als allererstes mache? Bevor ich irgendwas anderes mache.
Ich kaufe einen Hochdruckreiniger. Wo ist das Ding? Ist gekauft. So, ich habe Geld. Es gibt einen Hochdruckreiniger. Boah, das hat auch gedauert, ey. Ab heute können wir unsere Maschinen sauber machen. Hier im Haupthof ist doch so ein kleiner Waschplatz, ne? Gut, man kommt da nicht hin. Kann ich nicht mehr. Warum denn nicht? Hier, was? Warum nicht? Weil da ein Reifen liegt? Oder weil da der Anhänger steht? Kommt das Ding da hin? Ist denn nicht da nicht mitten im Weg? So. Gott sei es gedankt, weil ich hier gerade den... Ja. Ja, wir fahren zum Hof, wir machen das Ding jetzt erst sauber. Das stört mich schon so lange. Ist ja schnell gemacht. Eben schnell hier zum Hof geheizt. Können wir das Gewicht auch da lassen? Ich glaube, das Gewicht brauche ich beim Mähen nicht. Ist zwar das kleine Gewicht, aber wir müssen natürlich nicht zwingend mitnehmen. Ne? So, ich habe eben gesehen, so hier das Feld, wenn wir uns hier, ne? Und so. Ja. So, die Mukus waren auch fleißig. Aber wir können nochmal gucken, dass wir von so ein bisschen hier, ulala, aufpassen. So ein paar Mukus können wir uns nochmal gönnen davon. Ich glaube, ich habe so über Nacht, habe ich 4000 Chipse gekriegt. Das wird dann wohl für die Milch gewesen sein. Aber es wurde auch natürlich durch den ganzen Helferbetrieb und so auch gut was abgezogen. Ne? Also ich könnte da durchaus nochmal ein, zwei Mukus vertragen. Ne? So. Das Gewicht, ja, das Gewicht stellen wir dreckig dahin. So, alle Fenster, alles zu, ja. So, ja. Es steht leider unser... Ich glaube, ich komme da eh nicht bis dahin. Steht unser Wasserfass auf dem Waschplatz. So, komm mal her, mein kleiner Freund. Ich brauche mal kurz das Menü, weil ich das nicht so oft mache. Ah, mit R. Ja, ist ja gut. Ich weiß es doch nicht. So. Gott sei es gedankt. Das wurde auch mal Zeit hier. Hast dich ganz schmutzig gemacht, mein Kleiner. Naja, so hier noch ein bisschen die Reifen. Oh, der wird gar nicht sauber, ey. Hab ich hier kein Spüli drin in meinem Wasser, oder was? Oh, ein bisschen die Reifen noch. Ein bisschen den Reifen. Und wegen der Optik auf der anderen Seite auch nochmal. So, hier andere Seite auch nochmal. Hervorragend. Da strahlt er wieder, der kleine Diego. Weil der Emetra ganz sauber ist. So. Nee, sollen wir dann auch mal einmal kurz eine Wasserrunde fahren? Ich meine, wenn ich eh schon mal hier, ne? Guck mal, auch Gras haben die noch, die Mukus. Das ist schön. Können noch mal, oh, wir können noch mal eine Ladung voll zu den Mukus bringen. Aber das machen wir auch noch jetzt. Oh, wir haben wieder Arbeit hier. Es ist wieder Arbeit ohne Ende. Der Anhänger ist auch noch voll, sehe ich gerade, als ich ihn danken wollte. Einmal zu den Mukus. Und dann einmal zu den Rindern. Halt. So, mach auf der Türchen. Boah, endlich ein Hochdruckreiniger. Junge, hat das gedauert. Ja, da war nie Geld für da. Also, das Geld wurde immer für andere Sachen ausgegeben. Drei Kühe werden nur dargestellt. Ich weiß gar nicht, wie viele Kühe ich habe. Ach nee, mehr. Fünf werden dargestellt. Sechs. Heike, bist du am Saufen oder bist du eingefroren? Geht's dir nicht gut? Liebe. Hm? Aha. Sehr schön. Ja, ja, ist ja gut. Haben die Kühe schon mal ein Wässerchen? Hallo Laika, mein Mäuschen. Na, spielst wieder mit den Steinen? Hä? Ja, ja, ja. Das kennen wir ja schon bei dir. So. Ich bin vom fahrenden Schlepper gehüpft. Gut, das Türchen zumachen.
nicht, dass die Leica wieder auf dem Hof spazieren geht. Das macht die schon mal. Die haut aber nicht ab, ne? Das Leica ist eine ganz gute. Ist eine ganz liebe. Ist das. Jetzt muss ich erstmal gucken, habe ich denn überhaupt schon Rinders am Start? Ich weiß gar nicht. Ich habe lange nicht hier gewesen. Oh nein, das Wasser kostet ein Vermögen. Was habe ich hier eigentlich? Was habe ich eigentlich für ein Fass? Habe ich denn? Da habe ich doch das von Pharma Andy habe ich doch auch. Benutze ich das denn nicht? So, mal eben noch mal eine Schippe Silage bei der Kühe bei. Und eigentlich müsste ich auch mittlerweile alle Cerealien haben, um Mischfutter herzustellen. Heute machen wir ein bisschen Überlänge. Es gab ja gestern, gab es auch kein Video. Gestern war der Diego ein bisschen gefrustet. Da gab es mal keins. Muss ja auch mal sein. Dafür hatte ich aber Hochzeitstag. Das war auch schön. Meine Frau hat Urlaub, ich habe Urlaub. Und da haben wir einfach mal... bisschen gegrillt und so, ne? Kennt man ja, ne? Ein bisschen Hochzeitstag gefeiert. So. Wo geht der denn hier rein? Ein weiter noch. Ja, ja. Ist ja schon gut, schon gut, schon gut. Ich sehe hier nur Bäume. Ja, noch die Einfahrt verpasst. So. Hallo, kleine Mörs. Hab ich denn überhaupt schon hier... da stehen welche drin, also... So, Hunger habt ihr. Ich weiß, ich bin ja hier. Ich muss nur kurz gucken. Ich weiß gar nicht, fehlt euch sonst noch irgendwas? Ich habe mich schon ewig nicht mehr um euch gekümmert hier. So, hier, Papa hat erstmal Wasser mitgebracht. Ein bisschen Gülle haben sie schon produziert. So, Boah, wo bin ich denn drüber geheizt gerade? Über den Schlauch oder was? So, die Kälbchens haben überhaupt kein Wasser gehabt, nicht? Was ist denn da wieder los? Sind die so klein, dass die noch Milch kriegen oder was? Diego, Diego, Diego. Die Kälbchens kein Wasser gegeben. Achso, oder weil ich vorgespult habe? Jetzt muss ich mal gucken, ich bin mal neugierig. Einmal kurz gucken, ob die überhaupt, wie es denen so. Den Kühen geht schon mal sehr gut, sehe ich gerade. Ich habe auch nur 10 Kühe, deswegen, also 10 Kühe ist ja auch echt wenig, ne? Deswegen kommt auch nichts bei rum. So, Wässerchen haben sie, Gras kriegen sie noch und Mischration, alles gut. Alles gut bei den Mukus. So. Ich habe immerhin 20 Rinder und davon sind schon 5 schlachtreif. Ist unfassbar. So, und die brauchen ganz dringend Mischfutter hier. Und Wasser war auch alle, ne? Wie viel Wasser kann der denn mitnehmen? 1000 Liter, ne? Haben die wieder null Wasser gehabt, richtig? Mann. Ja gut. Ich sehe schon, ich muss nochmal wiederkommen hier. Ist noch nicht fertig hier. Soll ich denn von hier Wasser nehmen? Das ist doch auch so eine Wasserdingstelle hier, oder? Ja, das ist so praktisch. Ne? Deswegen habe ich wahrscheinlich auch nur den kleinen Tank. Also ich finde das ja schön, immer wenn man das Wasser irgendwo aus dem Fluss ziehen kann oder so. Achso, ein Bach oder sowas. Ja, muss ja kein Fluss sein. 1000 Liter, ja echt, die haben echt kein Wasser gehabt, ey, die armen Viechers. Zero. Zero Wasser. Oh, du bist ein Tierliebhaber, Diego. Mann, Mann, Mann. Immer frisches Wasser, ganz wichtig. So, dann kriegt ihr erstmal noch eine Ladung. Ach, jetzt ist... Ach so. Ihr braucht gar nicht so viel. Okay, okay. Komme ich hier runter? Ne, wir müssen hier rumfahren. Und dann fahren wir direkt, machen wir einmal die Tour, machen wir die Schweinis auch einmal kurz. Des Schnitzels. Ja, jetzt sind wir gerade einmal dran und dann
Muss ich mal gucken, wie ich das mit dem Mischfutter mache. Dann kriegen die noch beide einen Strohballen. So, mal gucken, hier liegt überall noch illegale Stroh rum. Das habe ich mir mal so geklaut. Oh, hier steht auch noch Mais. Hä? Habe ich vergessen, das Feld. Ich schwöre, ich wusste... Nee, echt, habe ich hier noch Mais? Hm. Weißt du, ich lebe hier jahrelang wie so ein Bettler. Ja, kein Geld. Dann habe ich hier Maisfelder ohne Ende. Das ist mal ganz hinten rum hier. Ja, könnt ihr euch mal ein bisschen die kleinen Seelei-Map angucken. Ja, so sieht eine Map aus, die funktioniert. Ja, da muss man nichts machen. Die schiebt man, die gibt es bei Mottoster, die schiebt man in Mottoster rein. Und dann zack, einfach nur spielen. Schön, ne, oder? Ja, ist glaube ich auch kein Upload 2. Ja, das finde ich immer besonders geil, ne? Schon mal hier so eine Vor-Beta, ja, aber schon mal hochladen bei Upload 2. Damit man schon mal ein bisschen Geld kriegt, ne? 5 Euro für 1000 Uploads. Und die Leute laden und laden und laden. Traum. Das ist einfach nur ein Traum. Ja, wir machen heute 25 Minuten. Oh, der Kuckuck, der ist aber auch hier. Oh, Junge. So, als kleine Wiedergutmachung, weil es ja gestern kein Video gab. Ja. Und 25 Minuten kleinen Seeleim geht auch. Jo, bleib mal ruhig hier von dem Zaun ein bisschen weg. Hier liegt das Heu noch vom letzten Mal. Und ich will schon wieder Neues machen. Ja, dann geht es uns aber auch richtig gut. Ich denke, so ein, zwei Tage noch und dann können wir so wirklich wichtige Sachen machen, so wie von Hand pflügen oder sowas, ja. Da ist im Moment noch keine Zeit für. Weil erstmal muss natürlich die Grundversorgung muss natürlich erstmal passen, ne? So. Ah, Papa hat euch ein bisschen Wasser mitgebracht, Schnitzels. Und dann gucken wir gleich mal, wie es bei den Silageballen aussieht hier. So, super. Was? Ich erkenne gar nichts. Ist alles fertig schon? Boah, Wahnsinn. Die sind alle fertig. Alle. Wow. Boah, jetzt haben wir Silage bis zum Abwinken, ey. Ja, super. Ja. Wasser brauchen wir nicht mehr. Also, die nächsten 6 Tage brauchen wir kein Wasser geben. Ist schon mal gut. Haben alles satt und reichlich. Ja, dann würde ich sagen, dann erstmal Gras mähen mit dem hier. Der kann ja schon mal anfangen damit. Und dann muss ich gleich, mache ich mit dem Deutz noch ein, zwei Schaufeln in den Bunker rein. Und dann muss ich mit dem Deutz gleich erstmal ein paar Billiges verteilen, ne? Kriegen die erstmal. Was ist denn? Was ist ein bisschen nervös? Die Junge fahren doch mal richtig hier. So. So ist fein. Ich bin das nicht gewohnt, hier mit 42 km/h zu fahren. Das ist unglaublich. Hier kann man so schnelle Trigger bauen. Die beiden Deutsch fahren nicht so schnell. Ja, ach hier, das Getreide ist reif, was ich letztes Mal angesät habe. So, ist meine Frau in den Keller gestolpert gekommen, habe ich vor lauter Schreck die falsche Taste gedrückt, ne? Kann ich das auch gleich erstmal wieder zusammenbasteln hier. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viele Menüchens wir haben. Das könnte jetzt ein ganz spannendes Video werden. Ja, ich habe im Sommer stehen immer alle Türen offen hier. Ja gut, ich meine, im Keller wird es nicht richtig warm, aber trotzdem... Ist dann doch irgendwie, ja. Also man merkt das schon, ne? Also wenn der. Also ich habe ja nur einen Laptop hier. Aber also das Laptop ist auch so ein richtig kleines Heizgerät, ey. Gut, die Monitore heizen ja auch. Es wird ja alles warm, ne? Man wundert sich. Also es ist nur so ein ganz kleines Räumchen hier. Das hatte der Vorbesitzer von dem Haus, hatte sich das schon fertig gemacht, so als so einen kleinen Bastelraum. Für die Frau, ja, die hat hier so ein
kleines Bastelzimmer drin. Ja, und da habe ich dann Schreibtisch reingestellt, ne? Laptop aufgeklappt und einen Monitor daneben gestellt. So ist das passiert. Und es wird recht schnell warm, der Raum. Ja. Ach nee, aber der war kein richtiges Fenster drin, stimmt. Da war nur ein Kellerfenster drin, da haben wir noch ein richtiges, also ein richtiges Thermopenfenster haben wir noch eingebaut. Das war da nicht drin. So, mal gucken. Unser Kreiselmärchen hätte ich gerne. Wenn man schon überlegen muss, welche Taste man drückt, dann klappt das meistens nicht. Ist wie beim PIN eingeben. Wenn man schon nachdenken muss, schon verloren. Das war's schon. So. Ja, dann komm mal her, mein kleiner Pöttinger. Wir müssen frisch Gras machen für die Mukus. Das haben wir geübt, das soll wohl klappen. Das kann der nämlich auch alleine. Der ist ja schon groß. Oh, das passt aber auch mit der Kante. Ich sag jetzt nicht, um was genau das passt. Ja, 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 ja. So. Was meint ihr? Müssen wir, ja, müssen einmal müssen wir eine Runde, so eine Deko-Runde müssen wir einmal fahren. Hier war ich auch noch nie, glaube ich. Habe ich hier schon mal Gras gemäht? Nee, habe ich noch nie gemacht. Also Weideland ist ja genug vorhanden, deswegen mache ich auch kein Mais. Das bisschen, was ich brauche hier, das kann ich alles schön wickeln. Da machen wir schön Wickelballen von überall. So. Klappe dich aus. Gehe tief runter und mach den Lärm, Baby. So, Attacke Vollgas. Naja, ein bisschen vom Zaun wegbleiben, ne? Sonst gibt das wieder Geld hier. Kosten und so wollte ich sagen. Nicht Geld. Kosten gibt das. So ein bisschen rausbleiben aus den Ecken. Da hat er mal so seine Schwierigkeiten mit. Und eigentlich müsste ich dann ja mal umdrehen. Weil normal mäht man ja. Ach, ja doch, der Schlepper muss auf das Gemähte drauf eigentlich. Ich muss nur gucken, wie er das dann hinkriegt in den Kürfchen hier. Nicht, dass der da ans Rotieren kommt. Was hat Vater denn da vorne angebaut? Was wächst denn da? Auch Getreide, hoffe ich, ne? Ja, das Getreide, gut. Ich konnte das gerade von Weitem nicht richtig erkennen. Ich hatte da schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Rübchen, habe ich gedacht. So, Rübchen, soweit sind wir noch nicht, ne? Rübchen kommen noch. Ich werde erstmal von meinem BGA-Gold, was ich hier habe, werde ich erstmal nochmal ein paar Kühe kaufen, ne? Ich schätze mal so, boah, knallhart, ne? Da packen wir nochmal 10 bei, glaube ich. 10, das sind 25.000. Das müsste doch schon jetzt gehen. So, also drehen wir den Schlepper mal um. Oder? Lass von so rumfahren erstmal. Ich glaube, ich lasse den lieber so rumfahren. Wegen dem Zäunen. Der muss erst 2-3 Runden so rumdrehen. Ne? So ist er auch eingestellt. Sehr schön. Fahr mal los, mein kleiner Freund. Oh, da ist mein Aufnahmeprogramm am Flackern. So, normalerweise müsstest du klarkommen hier, oder? Wir warten noch bis zur ersten Kurve, gucken uns das noch an. Und dann gibt es noch eine Schippe bei der BGA und dann ist auch gut, ne? Guck hier mal ganz kurz, ob ich hier eingreifen muss. Man kann auch verschiedene Wendemöglichkeiten einstellen, so ist es nicht. So, nicht weiter. Stopp. Schön. Ja, das sieht ja sehr, sehr gut aus. Oh, hinten hätte es mich fast zerlegt.
Ich habe auch nicht mit gerechnet. Ja, ja. Aber ihr kennt das ja schon, das Spielchen. Ihr habt das ja schon öfter gemacht zusammen. So, ja, jetzt hauen wir uns noch ein bisschen was in den Fermenter rein. Ja, komm. Und dann muss ich erst einmal kurz Bellekes verteilen. Ne? Oder ich könnte auch mal eine Karre voll Silage fertig machen. Und dann, warum ist denn das Gewicht unten? Haben wir vor Aufregung wieder eine Falschtaste gedrückt, bestimmt. Was soll ich sagen, eine Karre voll könnte ich eigentlich fertig machen. Ne? Obwohl die Silageballen auch alle gut sind. Ist ein bisschen knapp hier mit dem Geländer und den Zwillingen, ne? Eigentlich müsste ich erstmal zum Hof die Zwillinge abbauen. 30. Ey, 30.000. Da kann ich doch direkt hier ein paar Mukus kaufen, oder nicht? Das Tier wurde gekauft. Ich will mindestens hier. So. So. Schafe haben wir nicht, ne, Schafen machen wir auch nicht so. Und zwei Hühner habe ich. Sehr schön. Oh, 50 Schweine. Und 20 Kälbchens. Okay. Ja, ja. Ist alles gut. Wir haben ja jetzt hier wieder... ich muss erst die Zwillingsreifen abbauen. Nee, das hat keinen Sinn hier. Der Anhänger ist auch ein bisschen dolle hoch. Dann nehmen wir den Tauschschwein, den Anhänger tauschen wir auch. Müssen es mal kurz umdisponieren hier. Oder kriege ich da Silage rein? Naja, doch, das wird doch, das passt. Das passt ganz easy. Ja, dann können wir den doch nehmen. Ach, der hat wieder so eine Kollisionsbox verbaut, ey. Ja, YouTube, aber ich muss mich jetzt erst von euch verabschieden. Ich muss die beiden Videos ja auch noch aneinander stückeln. Ich packe das Video in die Playlist zu den anderen von der kleinen Seeleim. Könnt euch die anderen Videos ja auch mal angucken. Und bedanke mich bei allen, die reingeschaut haben. Und haltet die Ohren steif bis zum nächsten Mal, ne? Habt euch lieb.